Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei den Barterkamm. Zu dem Barterkamm. Ihr seht, der Stall, der sieht nicht mehr so schön aus. Überall solche Reste von Futtertieren, Nahrungsreste, zwischendrin ein paar Klümpchen Kot, die man nur schlecht entdecken kann, wenn es mehr verbuddelt wird. Eben all so etwas. Und ja, da muss man einfach mal hygienisch nachgreifen. Ich habe dazu mehr aus der Küche ein Sieb genommen, ganz handelsüblich. Kann man eigentlich ganz gut den Sand damit sieben. Ja, und da wurde eigentlich ganz sauber. Man kriegt da eigentlich alle Klopfenpartikel raus. Eigentlich sagen alle paar Jahre muss das dann total neu gemacht werden. Aber ich brauche das eigentlich nicht, denn meine Barterkamm schmeißen einen Haufen Sand hier vorne in die Rinne rein, muss ich jeden Tag saugen, damit das hier eben nicht so schlimm kratzt. Das war gerade bloß Demonstration. Das ist erstmal so zur Innenraumpflege zu sagen. Außen herum seht ihr die Scheiben irgendwann noch verschmiert, wenn die dann eben raus wollen oder wenn man mal mit ein bisschen nassen Fingern anfasst oder so etwas. Muss man auch eigentlich regelmäßig mit Fensterputz nachhelfen. Gemassen hat es wunderbar, dass gerade die Hecke dort reingekackt hat. Der muss regelmäßig gewaschen werden. Jetzt muss ich das eh waschen, weil der Kot ist nicht gut für die beiden, die da jetzt drauf trinken würden oder so. Sonst muss er einmal die Woche mit Spülmittel ausgewaschen werden, dass ich sonst keinen will. Ebenso ist es beim Fressen ab. Ich mache es eigentlich immer nur, wenn irgendwas Klebriges, wie Banane, Kiwi oder so etwas gefüttert wird, weil das riecht dann doch etwas und klebt auch. Ansonsten kann man das mit ganz normalem Wasser auswaschen und mit einer Bürste mal kurz ausspülen. Ja, sonst so Hygiene zu sagen, die Barterkamm brauchen regelmäßig eine Besprühung. Jetzt habe ich hier so eine kleine Sprühflasche. Ja, und da tut man dann einfach mit normalen Leitungswasser die beiden besprühen. Das mögen die nicht so, aber das ist gut für die Haut, damit sich die Entwicklung um die Hecke zu besprühen, keine Pilze oder so etwas, Parasiten bilden. Einfach so, das ist schön sauber. Ich glaube, ich nenne das immer Duschen. Ja, und das war's auch schon wieder. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.